Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, am Workshop für Bildverarbeitung für die Medizin. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur aktiven Mittagspause. Mein Name ist Lenz Franzke. Ich bin hier Student auf dem Campus und werde heute mit Ihnen ein kleines Workout machen. Das Ganze wird vollständig im Stehen stattfinden. Das heißt, das Einzige, was Sie brauchen, ist ungefähr so einen kreisrunden Platz um sich herum. Und als einziges Hilfsmittel bräuchten wir einen Stuhl, den Sie sich vielleicht irgendwie am Rande zur Seite stellen, dass Sie darauf zurückgreifen können, sobald wir den brauchen. Genau, wir beginnen mit einem lockeren Aufwärmen. Danach machen wir ein paar Kräftigungsübungen, hauptsächlich für den Rücken, für die Beine und ein bisschen für die Muskelgruppen, die viel beansprucht sind und ein bisschen Stärkung brauchen, wenn man viel sitzt und am Schreibtisch arbeitet. Und am Schluss machen wir noch eine kurze Entspannungs- und Atmungsübung, aber nur ein ganz kleines bisschen, dann auch wieder im Sitzen, um dann wieder quasi zurückzuleiten in das Programm des restlichen Tages. Und ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, dass Sie sich zur aktiven Mittagspause entschieden haben. Und sollten Sie Interesse haben, morgen nochmal dabei zu sein, da werden wir auch nochmal ein paar andere Übungen machen. Okay, wir beginnen erstmal mit lockerem Aufwärmen. Stellen uns erstmal schulterbreit auf den Boden und kreisen mal locker die Schultern. Nochmal lockeres Kreisen mit den Schultern. Sie können die Arme locker vor dem Körper halten. Und mal versuchen, große Kreise mit den Schultern zu machen. Achten Sie hier schon drauf, versuchen Sie, dass der Brustkorb leicht gehoben ist, wie so einem kleinen Schnürchen hochgezogen, dann große Kreise mit den Schultern. Das Ganze mal in die andere Richtung. Weiterhin große Kreise. Und dann schütteln wir mal die Arme ein bisschen aus, machen die Arme locker und die Beine ein bisschen locker. Einfach so, wie es Ihnen gut tut. Genau. Dann nehmen wir mal die Beine etwas überschulterbreit auseinander, stellen uns etwas überschulterbreit hin, nehmen die Hände an die Hüfte und rotieren mal kurz die Hüfte ein wenig. Und dann mal in die andere Richtung rotieren. Okay, wieder aufrichten, wieder Beine ein bisschen ausschütteln, dann machen wir noch kurz was für die Knie. Wir nehmen die Beine zusammen, gehen leicht in die Knie, Hände auf die Oberschenkel und machen leichte, kleine und vor allem langsame Kreise mit den Knien. Falls Sie Knieprobleme haben, hier bitte darauf achten, dass Sie die Bewegung langsam ausführen und im Zweifelsfall nur ganz kleine Bewegungen machen. Wenn Sie mehr möchten, können Sie jederzeit die Bewegung größer werden lassen, dann aber bitte weiterhin langsam durchführen. Und dann mal in die andere Richtung kreisen. Und langsam wieder aufrichten, Beine ausschütteln. Wir machen uns ein bisschen locker. Dann strecken wir uns mal raus. Das heißt, wir gehen auf die Zehenspitzen, schieben uns aus den Zehenspitzen raus, strecken uns mit einem Arm nach oben raus und versuchen mit dem Arm so weit wie möglich nach oben rauf zu greifen. So als würden Sie vielleicht so einen tief hängenden Apfel an den Baum greifen wollen. So weit raufgreifen, mit einem Arm rausschieben und dann mit der anderen Seite das Gleiche. Mit dem anderen Arm rausschieben und weit raufgreifen. Und das dann im Wechsel links-rechts. Ich kann auch den Blick mit zur Decke richten. Schieben wir uns ein bisschen weiter raus. Sehr gut. Wieder ein bisschen lockern, ausschütteln. Dann machen wir noch ein bisschen was für die Hüfte. Wir heben ein Knie vor dem Körper an, bewegen es zur Seite raus, senken es wieder ab und nehmen es wieder mit zurück in die Mitte. Wir machen quasi so ein Tor auf. Das heißt, das Knie zur Seite raus, wieder zurück in die Mitte und dann das Ganze so in der flüssigen Rotation, immer in der Wiederholung. Arme können Sie locker vor dem Körper halten. Immer darauf achten, versuchen, Brustkorb aufrecht zu halten. Und dann lockeres Kreisen. Und das Gleiche auf der anderen Seite. Knie heben, zur Seite raus, langsam wieder absenken. Und dann das Ganze in der Wiederholung.
Dann machen wir das Ganze wieder in die entgegengesetzte Richtung. Wir beginnen wieder auf der anderen Seite. Das heißt, Knie an der Seite hochheben, weit hochheben, zur Mitte führen und dann wieder langsam absetzen. Und das Ganze in der Wiederholung. Und andere Seite, gleiches Spiel. Knie seitlich heben, in die Mitte führen und dann langsam wieder absenken. Okay, lockern. Wir schütteln die Arme und die Beine ein bisschen aus. Und dann machen wir noch ein bisschen was für unsere Handgelenke. Verschließen die Finger erstmal ineinander und kreisen mal die Hände locker etwas vor dem Körper. Die Unterarme sind gerne mal verspannt, wenn man viel mit den Händen an der Tastatur arbeitet. Freuen sich immer, wenn man zwischenzeitlich ein bisschen was für sie tut. Dann aus dem lockeren Kreisen mal so nach links und rechts abklappen. Locker nach links und rechts. Okay, Hände ein bisschen ausschütteln. Kurz ausschütteln, dann strecken mal die beiden Arme nach vorne aus. Spreizen die Finger so weit, wie wir können. Das heißt, versuchen Sie, die Finger weit zu spreizen und fast schon ein bisschen nach hinten zu ziehen. Und dann die Finger zusammennehmen, Fäuste ballen und feste die Fäuste zusammenpressen. Und das im Wechsel. Einfach ein paar Mal, geht relativ zügig. Sehr gut. Hände ein bisschen ausschütteln. Dann nehmen wir noch kurz die Unterarme. Das heißt, wir nehmen eine Handfläche nach vorne, greifen mit den Fingern der anderen Hand über die Finger der Handfläche, die wir nach vorne gestreckt haben, können den Ellenbogen locker am Körper ablegen und dann mit leichtem Zug mal so wippend die Finger Richtung Körper ziehen. Geht relativ zügig, einfach nur mal so ein bisschen. Wenn Sie die Dehnung hier im Unterarm spüren, dann ist es die richtige Bewegung. Dann mal Hände ausschütteln, lockern und andere Seite gleiches Spiel. Handfläche nach vorne, über die vier Finger, mit den Fingern der anderen Hand drüberlegen. Ellenbogen kann locker im Körper abgelegt werden und dann mit leichtem Zug die Hand Richtung Körper ziehen. Das ist eine gute Übung, die man immer mal zwischendurch machen kann, wenn man gerade viel tippt oder viel mit der Hand schreibt. Also kann ich nur empfehlen. Okay, dann schütteln wir mal die Hände ein bisschen aus. Nochmal die Beine ein bisschen lockern, Arme ein bisschen lockern. Ich denke mal, wir sind einigermaßen warm. Dann widmen wir uns den Übungen. Wir beginnen mit einer Mobilisations- und auch ein bisschen Stärkungsübung für den Rücken. Ist eine tiefe Vorbeuge mit langsamem Wiederheben. Wir beginnen mal, stellen uns schulterbreit ungefähr hin, richten den Oberkörper auf, Brustkorb leicht gehoben. Dann strecken wir mal die Arme nach oben aus. Und lassen uns langsam mit dem Oberkörper nach vorne wandern. Immer weiter runter, immer weiter runter. Geben Sie sich Zeit hier. Wir müssen die Beine auch nicht ganz durchstrecken, können leicht gebeugt sein, bis Sie mit den Händen so unten angekommen sind. Und dann mal den Oberkörper locker lassen und hängen lassen. Lockeres Hängen, einfach mal locker lassen. Und aus der Position strecken wir die Füße, also strecken wir die Beine durch, heben den Oberkörper langsam an mit gestreckten Armen nach unten, bis Sie das Gefühl haben, dass Sie hinten einen geraden Rücken haben. Und wenn Sie in einem geraden Rücken angekommen sind, dann anhalten, nicht weiter anheben, Beine sind gestreckt und dann kurz in der Position halten. Es stellt sich vermutlich eine leichte Dehnung hier auf der Oberschenkelrückseite an, die ist gewollt. Kurz in der Position halten und dann wieder Beine abknicken und nach vorne langsam hängen lassen. Und locker hängen lassen. Dann nochmal. Beine durchstrecken, Oberkörper heben, Arme strecken nach unten, bis Sie oben in dem geraden Rücken angekommen sind. Und dann kurz in der Position halten.
Nicht vergessen, bei dieser wie bei allen anderen Übungen auch immer weiterhin tief durchatmen. Dann noch einmal. Beine abwinkeln, Oberkörper nach vorne hängen lassen. Und dann kurz ein bisschen locker lassen. Und dann rollen wir mal ganz langsam von ganz unten nach ganz oben durch. Das heißt, wir beginnen mit den Beinen, strecken die Beine durch und dann richten wir langsam in der Hüfte auf. Oberkörper bleibt noch hängen. Langsam in der Hüfte und dann Wirbel für Wirbel, so fühlt es sich zumindest an, langsam aufrichten, bis wir oben angekommen sind. Kopf kommt als allerletztes. Kinn trotzdem leicht zur Brust lassen, nicht ganz nach oben rausstrecken. Und dann können wir mal die Schulter noch ein bisschen rotieren. Dann haben wir unsere Wirbelsäule mobilisiert. Dann machen wir ein bisschen was zur Stärkung der Schulterblätter. Dafür nehmen wir die Hände vor den Körper, winkeln sie ab, 90 Grad, nehmen die Ellenbogen an den Körper ran. Und was wir jetzt gleich versuchen ist, mit den Ellenbogen am Körper ran, versuchen die Fäuste oder die Hände einfach locker, nicht fest zupressen, aber locker gehalten, die Hände so weit es geht nach außen raus zu rotieren, während die Ellenbogen am Körper dranbleiben. Die Anspannung, die Sie dann spüren, sollte hinten zwischen den Schulterblättern und um die Schulterblätter herum sein. Einfach mal ausprobieren, aufrecht hinstellen, Ellenbogen rannehmen, Hände leicht schließen und dann so weit es geht raus. Das stoppt relativ bald. Wenn Sie bei dem Maximum angekommen sind, dann einfach kurz versuchen, in das Maximum reinzuziehen und dann wieder lockern und wieder nach vorne nehmen. So weit, wie es geht, raus und dann wieder nach vorne. Einfach mal ausprobieren. Wenn das gut geht, machen wir 10 Wiederholungen. Nehmen Sie sich dafür Zeit, machen Sie es in Ihrer eigenen Geschwindigkeit. Wenn Sie mit den 10 durch sind, einfach kurz die Arme kurz ausschütteln und locker lassen. Los geht's. Auch hier immer darauf achten, weiterhin tief durchzuatmen. Und immer versuchen, währenddessen den Brustkorb leicht gehoben zu haben, wie an so einem kleinen Schnürchen nach oben gezogen. Okay, wenn Sie damit durch sind, ich gebe Ihnen noch einen Augenblick, machen Sie Ihre Wiederholung in Ruhe zu Ende. Dann die Arme kurz ausschütteln, lockern, Schulter ein bisschen kreisen. Ich kann die Beine auch mal kurz ausschütteln. Okay, dann machen wir ein bisschen was zur Aktivierung des Rumpfes und der Hüftmuskulatur. Wir machen einen Ausfallschritt mit einer leichten Rotation. Funktioniert wie folgt. Wir nehmen uns etwas Platz. Sie brauchen ungefähr so weit, wie Sie einen Ausfallschritt machen können. Wir nehmen uns etwas Platz, stellen uns schulterbreit hin. Dann machen wir einen großen Ausfallschritt nach vorne. Fuß muss hinten nicht abgestellt sein, kann ruhig angehoben sein. Weit mit dem Knie versuchen nach vorne, mit der Hüfte etwas Richtung Boden. Und wenn wir in dem Ausfallschritt drin sind, dann rotieren wir mal den Oberkörper und strecken den einen Arm nach vorne und den anderen nach hinten. Mal kurz in diese Halteposition in den Ausfallschritt. Und dann wieder zurück in die Mitte. Bein ein bisschen strecken, nicht so tief in den Ausfallschritt. Kurz lockern und dann wieder weit rein und den Oberkörper zur Seite drehen und öffnen. Dann wieder aufrichten und Oberkörper zur Seite drehen und öffnen. Das im Wechsel machen wir 5 Wiederholungen. Machen Sie es in Ihrer eigenen Geschwindigkeit. Wenn Sie damit durch sind, wieder ins Stehen kommen. Und los geht's. Wenn Sie damit durch sind, wieder ins Stehen kommen und dann mal kurz Schultern kreisen, Beine auslockern. Dann stelle ich mich mal auf die andere Seite, dann sieht man es besser. Machen wir die andere Seite auch noch. Gleiches Spiel, mit dem anderen Bein nach vorne einen weiten Ausfallschritt machen. Wenn Sie vorne in dem Ausfallschritt angekommen sind, weit vor, Knie nach vorne, Hüfte etwas Richtung Boden, dann den Oberkörper zur Seite öffnen, Arm nach links und rechts rausschieben und tief gehen
und dann langsam wieder lösen, Bein etwas mehr strecken und dann wieder zur Seite raus, Arme öffnen und tief und wieder raus. Und das im Wechsel, 5 Mal, wenn Sie damit durch sind, einfach wieder ins Stehen kommen. Geben wir noch einen Augenblick, machen Sie Ihre Wiederholungen in Ruhe zu Ende. In der Zwischenzeit gerne mal kurz ein bisschen ausschütteln, eigentlich immer zwischendurch. Beine ein bisschen lockern, Arme ein bisschen lockern. Dann machen wir noch einen kurzen Ausfallschritt zur Seite. Gleich spielen, nur ein bisschen mehr für die Hüftmobilisation. Das heißt, wir stellen uns wiederum ungefähr Schulterbreit hin, machen einen weiten Ausfallschritt zur Seite, sodass wir relativ weit mit den Beinen auseinanderstehen. Nehmen wir den Stuhl ein Stück an die Seite. Mit den Beinen relativ weit auseinanderstehen. Und dann verlagern wir mal das Gewicht auf das eine Bein. Können die Arme locker vor dem Körper zusammennehmen. Achten Sie darauf, wenn Sie diese Position einnehmen, dass Sie den Bauch immer leicht angezogen haben, damit der untere Rücken gerade bleibt. Also nicht hier das Gesäß rausschieben, dass wir hier einen Hohlrücken haben, sondern Bauch leicht einziehen, dass wir hier gerade sind. Dann geht es auch nicht so weit runter, aber das macht nichts. Der Effekt ist der gleiche. So weit runter, wie es in der Position geht. Aufrichten und dann andere Seite genauso. Und das im Wechsel. Mal ein bisschen reinkommen. Bisschen ausprobieren, immer das Gewicht von einem Knie auf das andere verlagern, versuchen den Oberkörper trotzdem gerade zu haben, Schultern leichter zucken nach hinten unten und in der Position im Wechsel. Wenn wir da gut reingekommen sind, machen wir 20 Wiederholungen, das heißt 10 pro Seite, geht relativ zügig, Sie können es auch relativ zügig machen und wenn wir die 20 durch haben, dann treffen wir uns wieder einfach im Stehen und los geht's. Immer zwischendurch mal versuchen zu korrigieren. Wird schnell eintönig, so eine Bewegung, aber trotzdem versuchen. Schulter nach hinten unten, Oberkörper gerade, Bauch leicht eingezogen, dass der untere Rücken gerade bleibt. Und dann so noch die letzten Wiederholungen. Und wenn Sie damit durch sind, dann einfach wieder ins Stehen kommen. Locker ausschütteln, kurz die Beine ein bisschen locker machen. Und dann brauchen wir jetzt nochmal den Stuhl, denn wir machen eine Runde ein bisschen Koordination. Einbeinstand und Stabilisationsmuskulatur der Hüfte. Wir nehmen uns den Stuhl zur Hilfe. Er ist eigentlich bloß Hilfsmittel für die Übung, für den Fall, dass Sie sich zwischendurch festhalten wollen. Wir machen eine Runde Einbeinstand, das heißt, wir stellen den Stuhl auf eine Seite. Ich beginne jetzt mit meiner linken, mit welcher Seite Sie beginnen, bleibt Ihnen überlassen. Wir stellen den Stuhl auf eine Seite, stellen uns aufrecht hin, Schultern leicht nach hinten unten, Bauch leicht eingezogen, gehen leicht in die Knie, verlagern das Gewicht auf das stuhlnahe Bein. Der Stuhl ist da für den Fall, dass Sie sich zwischendurch festhalten wollen oder falls Sie ein bisschen Gewicht ablagern wollen, weil es zu anstrengend wird. Dann verlagern wir das Gewicht auf das eine Bein und kommen erstmal auf einem Bein locker zum Stehen. Die Hände können Sie locker vor den Körper nehmen oder nebendran hängen lassen. Beim Ausgleichen dann können Sie es ja auch gerne nach links und rechts rausstrecken, wie es Ihnen beliebt. Dann kurz erstmal einfach auf einem Bein stehen kommen. Was immer hilft, ist mit dem Blick ungefähr so 5 Meter vor sich auf den Boden zu gucken oder auf einen imaginären Punkt irgendwo 5 Meter vor sich. Und dann kurz stehen. Das andere Bein, das hängende Bein, können wir locker lassen. Und wenn Sie gut im ausgeglichenen Stand angekommen sind, das Bein, auf dem wir stehen, Achtung, immer leicht gebeugt, bitte nicht ganz durchstrecken, immer leicht gebeugt ist besser für das Kniegelenk. Dann machen wir mal mit dem frei hängenden Bein so liegende Achter in die Luft. Einfach mal so liegende Achter malen. Mit der Fußspitze quasi. Okay, dann locker hängen lassen, Bein locker hängen lassen, nochmal kurz ausstabilisieren, kurz zur Ruhe kommen auf einem Bein. Und dann schreiben Sie mal bitte mit dem frei hängenden Bein Ihren Vornamen in die Luft vor sich. Am besten in Schreibschrift, dann geht es auch am flüssigsten. Ich habe es natürlich einfach, mein Vorname ist kurz. Gebe noch einen Augenblick, falls Sie einen längeren haben. Und dann wieder ausgleichen, normal zum Stehen kommen.
und dann probieren wir noch eine Sache aus, wenn Sie damit durch sind. Wir kommen nochmal ruhig zum Stehen, versuchen Sie so ruhig wie möglich auf einem Bein zum Stehen zu kommen. Fixieren vorsichtig diesen Punkt möglichst und dann versuchen wir mal ganz langsam, Sie haben den Stuhl dabei für den Fall, ganz langsam die Augen zu schließen und versuchen die ganze Ausgleichsarbeit nur noch aus dem Bein zu machen. Das heißt, versuchen Sie sich darauf zu konzentrieren, dass das Fußgelenk jetzt wesentlich mehr arbeiten muss. Aber wenn Sie leicht im Knie sind, dann können Sie dem Fußgelenk auch das Spiel geben, dass es diese Ausgleichsarbeit machen kann. Mal kurz versuchen, ein paar Sekunden versuchen, die Augen zu schließen. Für den Fall ist ja der Stuhl da, falls Sie sich festhalten wollen. Und dann die Augen wieder öffnen, abstellen und Beine kurz ausschütteln. Okay, wenn das Blut wieder in das Bein reingeflossen ist, wechseln wir die Seite des Stuhls. Wir müssen die andere Seite noch machen. Einseitig geht es leider nicht. Also gleiches Spiel, Stuhl auf die andere Seite. Aufrecht hinstellen, Oberkörper aufrecht, Schultern leicht nach hinten unten. Wir gehen leicht in die Knie, verlagern das Gewicht auf das stuhlnahe Bein und erstmal so locker zum Stehen kommen. Hilft wieder der Punkt so. Ein paar Meter vor uns auf dem Boden. Und dann locker stehen. Auch hier versuchen trotzdem immer den Oberkörper aufrecht zu haben, Schultern leicht angezogen. Kann gut sein, dass man im Stehen mal kurz zwischendurch so ein bisschen absackt, macht nichts, dann einfach feststellen und wieder aufrecht hinstellen. Und wenn wir hier gut ausgeglichen haben, dann machen wir mal das gleiche mit dem anderen Bein. Das heißt, wir machen erstmal eine liegende Acht vor uns in die Luft. Darauf achten, auf dem Standbein immer leicht gebeugtes Bein. Lockere liegende Acht. Dann nochmal locker hängen lassen, nochmal ausgleichen. Dann jetzt einmal bitte mit dem freien Bein den Nachnamen in die Luft schreiben. Muss nicht, ich schreibe auch auf der Stelle, also wir müssen nicht einmal hier so außen rum gehen, sondern möglichst bloß versuchen, die Buchstaben nachzufahren. Dann wieder locker zum Stehen kommen. Und wenn Sie wieder gut ausgeglichen haben, dann versuchen wir das gleiche nochmal. Ich erinnere nochmal, Sie haben den Stuhl dabei. Locker zum Stehen kommen, gut ausgleichen, dann langsam die Augen schließen und für einen Augenblick versuchen, sich darauf zu konzentrieren, dass die ganze Arbeit jetzt im Fußgelenk passieren muss. Bein leicht gebeugt, immer noch weiterhin. Sie haben den Stuhl dabei für den Fall. Und kurz versuchen zu halten, auszugleichen. Und dann Augen langsam wieder öffnen, Bein abstellen, Beine ein bisschen ausschütteln, lockern. Dann kreisen wir nochmal die Schultern, wenn es ein bisschen mehr für den Rumpf und für die Beine gemacht, kreisen wir nochmal die Schultern. Wir können den Stuhl ein Stückchen zur Seite stellen, brauchen wir jetzt nicht. Schultern kreisen. Dann nochmal die Schultern zu den Ohren raufziehen, wenn wir so eine richtig ungesunde Haltung einnehmen. Schultern weit raufziehen, Arme strecken, Fäuste ballen, kurz anspannen und dann mit der Ausatmung locker lassen. Können Sie sich mal richtig reinfallen lassen, also wirklich so das, was man eigentlich normalerweise nicht machen darf. So reinfallen lassen, einmal tief durchatmen. Dann nehmen wir nochmal die Schultern zu den Ohren rauf, Arme strecken, Fäuste ballen, spannen den Bauch an und das Gesäß. Und dann mit der Ausatmung locker lassen. Einmal tief durchatmen. Dann noch ein letztes Mal. Schultern zu den Ohren rauf, Arme strecken, Fäuste ballen. Wir spannen den Bauch an und das Gesäß, die Oberschenkel und die Waden. Krallen die Zehen in den Boden und lächeln. Und mit der Ausatmung locker lassen. Nochmal kurz ausschütteln. Dann nehmen wir uns zum Abschluss unseren Stuhl nochmal kurz her. Wir können uns nochmal kurz hinsetzen. Versuchen wir mal auf dem Stuhl relativ weit nach vorne an die vordere Stuhlkante zu kommen. Machen noch kurz eine Atemübung zum Abschluss. Ziehen die Beine ungefähr schulterbreit hin. Sie können die Hände locker auf die Beine ablegen oder in den Schoß legen, wie es Ihnen am bequemsten ist. Und versuchen wir mal, wenn man weit vorne sitzt, passiert das oft automatisch, aber versuchen wir mal, den Oberkörper aufzurichten, Hüfte so ein bisschen nach vorne zu kippen.
legen die Arme locker ab. Sie können die Augen gerne schließen, wenn Sie möchten. Und atmen ein paar Mal gemeinsam tief durch. Das heißt, wir atmen tief durch die Nase ein. Am vollsten Punkt, wenn wir ganz eingeatmet haben, kurz die Luft anhalten, ohne Druck, einfach nur kurz innehalten. Und dann locker ausatmen, Luft rausströmen lassen und das letzte bisschen mit so einem kleinen bisschen Druck hinterher schieben. So. Und nochmal tief einatmen. Kurz die Luft anhalten. Und tief ausatmen. Nehmen Sie noch zwei tiefe Atemzüge, bitte. Und dann, falls Sie die Augen geschlossen haben, können Sie die langsam wieder öffnen, den Atem wieder in normalen Atemfluss zurückkommen lassen. Bewegen uns mal ein bisschen. Kurz aus der Atmung raus, wieder zurück in den Moment kommen. Und dann stehen wir mal über beide Beine auf, stellen uns aufrecht hin. Stuhl nochmal ein Stück zur Seite. Atmen noch einmal gemeinsam über die Seite ein. Das heißt, strecken die Arme, strecken uns weit nach oben raus, machen sie sich lang. Und aus dieser gestreckten Position einfach nur mit der Ausatmung die Arme absinken lassen. Kommen aufrecht zum Stehen. Noch einmal tief durchatmen. Und das war's. Herzlichen Dank fürs Mitmachen bei der aktiven Mittagspause. Ich hoffe, ich kann Sie dafür begeistern, auch morgen wieder vorbeizuschauen. Und wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wiedersehen.